Eine bedrohliche Musik. Epona ist unruhig. Und einer unserer Freunde wird vermisst. Willkommen zurück zu Legend of Zelda Twilight Princess HD. Bereits mal die Waffe ziehen. Weil es wird... gefährlich werden, wollte ich sagen. Eine Route aus Holz. Damit hat Taro immer gespielt. Was hab ich da überhaupt? Na, wenn sie Kerne, geil. Rausgerüstet lassen. Nein, ich habe kein Schild. Verdammter Mist. Okay, gar nicht geil. Wie gesagt, ich kriege hier einen doppelten Schaden und so weiter. Daher, ich will sogar sagen. Halt kein Öl mehr. Verdammter Mist. Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig, Leute. Vor allem in der Anfangsphase, weil ich wieder ein bisschen halt auf alles eingewöhnt habe. Ich mache es mal so. Das ist doch ein bisschen sicherer für mich. Obwohl, ne, hat es gerade ein bisschen. Moment, ich muss es anders machen. So. Dann doch nochmal ganz kurz speichern. Weil wäre schon ein bisschen doof, wenn das plötzlich abkratzen würde. Das sollte eigentlich nicht passieren. So, weg mit der Scheiße. Die ein bisschen aufgeteilt ist, zwar natürlich jetzt ein bisschen doof, allerdings, ich glaube, hier ist sowieso nichts Wichtiges drin. Sieht mir aus wie Fledermäuse. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, wollte ich da sagen. Alter, noch natürlich voll rein. Zehn Rubin erhalten, Dankeschön. Gut, ansonsten. Ach, das klappt auch wieder schön. Ja, das war etwas, was in der GameCube-Version gab es das mit herumlaufen und trotzdem schlagen. Das kommt man in der Wii-Version nicht. Da fand ich jetzt wirklich auch die GameCube-Version besser. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass man jetzt hier bei HD-Version und halt das Base von beiden Spielen kombiniert hat. Also mein Öle. Halb für den Arsch. Da brauche ich sowieso nicht mehr, oder? Nö, bereits hier wieder raus. Gut. Ja, es geht doch wieder, es geht. Ich habe gerade ernsthaft Frage beim Anvisieren. Ich doch lieber auf gedrückt machen. Ich hatte immer das Gefühl, es wäre ein bisschen ungewohnt gewesen. Wieso? Ah, nee, das kommt ja später. Hä? Ich trottel du. Ich habe gerade gefragt, warum kann ich jetzt irgendwie herummarschieren? Wie ist denn du für einer? So, mal ganz ehrlich, hab ich ihm noch nicht? Na doch, geht ja. Nicht mit mir, Kumpel! Ups! Achso, bist du betäubt? Die Länge vom Schwert ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oh, sind noch ein paar Wächter. Hat die vielleicht Colin bei euch? Naja, frage nur. Autsch! Okay, jetzt haben wir doppelten Schaden. Wow! Soviel zu drei Gegnern. Und das ohne Schild, wohlgemerkt. Guten halben Schaden Damage. Das geht gut, das ist kein Problem. Zum Waldschein, aber nicht vergessen, Ölverkaufler da vorne. Da ist so ein Typ, aber ich sehe Colin nicht, das ist das der falsche Gang. Beziehungsweise Eingang, das kann wohl eher später. Ich hab den vorhin nicht gesehen.
sieht er mich nicht. Einmal so schlecht das Teil. Das Holzschwert meine ich. So. Was? Ich hab mit Link. Wow, das hat gerade die Hexen schon gesehen. Alter, mich hat erschrocken. Und von rechts noch einer? Jetzt gerade so angehört. Aber ich höre doch was. Ah, da ist der gewesen. Wow! Überall diese scheiß Gegner, ey. So, am Laufen killt wie ein alter Profi. Ja, ich glaube, das ging ja später, wenn ich mich richtig erinnere. Wohl, wenn ich schon eine Truhe sehe. Ja, da bin ich dann doch ziemlich sicher. Obwohl. Nee. Schade. Ein halbes Herz bereits wäre gemein. Bei drei Herzen macht da schon ein bisschen was aus. Wow! Noch ein halbes Herz weniger. Wow, wo kommst du mit das her? Das Piepen war, das geht mir natürlich auch ziemlich auf den Sack. Wohl bekommst Link. Das ist kein Fehler. Oh nein, noch mehr von diesen Viechern. Mann, das ist immer gleich. Der Schlag noch behält. Colin, wo bist du? Ich rette dich, my friend. Ups, das war vielleicht eine falsche Voraussage. Bin ich eigentlich richtig? Das sieht ganz so ziemlich düster aus. Wo kommen diese Scheißviecher eigentlich überall her? Das Tor zum Wald von Fyrone, interessant. Achso, natürlich spiegelverkehrt. Oh, da ist ja die von der Version her, ist die Spiegelversion. Oh, ich trottel, dachte gerade, hä, bin eigentlich der richtige Weg, aber ja, da muss ich den anderen Weg entlang. Ein Herzteil, ja, endlich. Ja, wir brauchen 5 und ganz Herzcontainer. Natürlich gibt es wieder mal 20 Herz Container insgesamt. Natürlich auch ein paar Endboss und so weiter, das sowieso. Verarschen hier? So also ein Typ, ist mir gerade egal, um zu sein. Der Alte natürlich sofort gesehen, ist klar. Hallo! Ich hab keinen Bock auf dich, ja? Also tschüss! Du bist mir im Weg und dein Kumpel eigentlich gerade auch, also deswegen hau wieder ab. Tschüss! Hallo! Ich habe keine Zeit für euch, Leute. Ich muss den Wald von Faron. Nur überrascht, wa? Ah, ich sehe, musste gar nichts. Also, um vorbeigehen, killen. Freunde, wo ist Colin? Ich frag nur einmal! Was zum... Der hat mich zweimal getroffen. Frag mich nicht, wie die das gemacht haben. Und ja, es hat Heldenmodus, daher keine Herzen. Mal trinken wir noch ein bisschen frische Milch. Durch ein paar Fehlen wäre nicht so schlecht. Spitze! Spitze, Spitze! Willst du noch kaufen? Kauf da! Kauf da! Hä? Wer bist du? Ah,
willkommen, kauf was, kauf was. Okay, und was? Öl? Lampenöl, 20 Rubine. Ist ganz noch günstig, wa? Und Elixier, den ganzen Flasche auffüllen. Nur für Notfall. Ich glaube nicht, dass ich die echt noch irgendwie brauchen werde. Bevor es noch echt losgeht, aber naja. Schön. Und jetzt bezahle ich eigentlich. Ah, hier. Moment, wie viel war das? Natürlich, ihr seht schon, ich muss selber wählen, wie viel ich bezahle. Also theoretisch könnte ich mir vom Acker machen, aber macht das schon. Wollen wir ganz kurz. Wie war das hier? 30, ja, plus, gut, dann war es doch 50. Ah, danke, Kra! Ich habe bezahlt, ja? Danke, danke! Gut. Und diesen Weg, wenn wir auch noch öfters gehen. Ja. Also öfters. Muss ich noch mindestens einmal. Alter, leck mich am Arsch. Tja, da braucht doch gleich mal das Elixier. Was soll man so ungestüm sein muss? Was ist hier los? Lass mich raus! Hilfe, ich hab Angst! Keine Sorge, Colin, ich komme! Woo! Das sind zwei Gegner, wa? Du hast meinen Kumpel gekillt! Und ich gleich auch! Was zum? Natürlich, er trifft mich trotzdem! Was für ein Penner. Alles klar hier? Hilfe, Hilfe, hol mich hier raus! Holz gegen Holz! Na, das härtere Holz. Mein langer Stab hat sie befreit. Was? Das war knapp kleiner. Wenn du gekommen wärst, Michael, hätte ich mich bestimmt zusammen mit diesem Affen aufgefressen. Es ist übrigens ein ziemlich nettes Tierchen. Es wollte mich beschützen, dann sind wir zusammen hier eingesperrt worden. Du, Michael, bitte sag meinem Papa nichts in dieser Sache, ja? Er sagt uns immer, wir sollen bloß in den Wald gehen, weil es doch viel zu gefährlich ist. Also, bitte sag ihm nichts davon. Versprich es mir. Tschüss. Michael? Du, übrigens, das sieht ganz anders aus, als du gehst, also... Colin hat mir erzählt, dass Tara im Wald verschwunden ist. Da bin ich so schnell wie möglich hergekommen. Aber ich glaube, du hast sie mir schon nach Hause geschickt. Vielen Dank. Der Wald ist irgendwie seltsam geworden, findest du nicht? Und da passiert nicht noch Schlimmeres. Aber Michael, warum willst du denn nach Schloss Harrow aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, das ist gut, dass ich dir diese Aufgabe übertragen habe. Viel Erfolg, pass gut auf dich auf, Kumpel. Wenn du Glück hast, triffst du vielleicht sogar Prinzessin Zelda. Wenn du mich auch. Ja, man sieht schon, ich glaube, bevor wir nicht irgendwie 5 Herzen noch eine Fee im Petto haben, wird das mit dem Helm uns eine ziemliche Herausforderung sein. Hey, Michael! Ja? Ah! Hallo! So, Michael, langsam ist es wohl Zeit für einen Aufbruch, wa? Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Das heißt, am Leintreiben oder was? Lang hier einen Weg. Ich überlege gerade, ich glaube noch nicht, dass wir hier das heute mal schon das bekommen werden. Also sprich, einen Preis bekommen und eine Belohnung wohl eher. Ich glaube, das ist erst beim nächsten Mal. Oh, könnte vielleicht doch sein. Muss man hier jetzt echt mit ein bisschen Gemütlichkeit. Hey, 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 hey.
nur ganz sanft anstupsen. Ja, die Ziegen, die dürfen nicht so sehr hier rumschlawinern. Weg mit euch! Nein, du haust mir jetzt hier nicht ab. So geht doch. Dann ist sowieso kein Problem. Dann muss ich auch die hier noch ein bisschen anders herum. Ich habe mir gerade echt Frage, wie es hier mit der Zeit aussieht, ob ich hier irgendwie eine Spitzenzeit brauche. Also soweit ich mich erinnere, gibt es hier noch ein Herzteil. Ich glaube, das geht eher später. Und dann braucht man viel bessere Zeit, weil ich glaube, das, was ich bisher habe, ist ziemlich mies. Oh, nehmen wir mal so ein lahmes Teil hier. Nein! Ach, das. Das Problem ist halt, dass Epona viel zu schnell ist dann. Ja, sehe ich, ist ein Unterschied auch schnell hier. Naja, ein paar habe ich ja. Muss ich eigentlich da von oben her kommen. Ich denke, so wieder ein bisschen, wie ich schon erstmal gemacht habe, so mehr aufeinander. Vielleicht ist es so besser, wenn ich die jetzt alle in die Mitte. Das Ziegensymbol unten aus über der Zahl, ey. Du haust jetzt ja wieder ab hier. Ich glaube, auf eine Bestzeit oder vor allem das Herz hat er, glaube ich, später irgendwie 2 Minuten oder so. Oh nein, ey, du haust mich hier nicht ab. Bruno, bitte umdrehen. Nein, jetzt. Wirst du wohl jetzt da reingehen? Ja, nee, ich glaube, das war eine ziemlich beschissene Zeit. Wie, es muss nur unter 3 Minuten sein? Och, nö, ey. Gut, sparen wir uns das nächste Mal auf. Nein, ich werde schon noch besser, Leute, keine Sorge. Das kommt schon noch. Odon. Der Bürgermeister, seine Tochter und Links Schwert, das irgendwie einen Grafikbug hat. Schön. Belohnt die sich etwa? Ja, lief gut, danke schön. Oh Mann, schon fertig für heute? Schon ist gut. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Jo, euch auch. Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Du solltest dich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof in Hyrule selbst in diese kleine Geschenk von uns in den Dorf gebeten. Da wäre es doch ziemlich unziemlich, wenn der Repräsentant Orden zu spät bei Hof erscheint, oder? Jo. Ich habe einen weiten Weg vor euch. Also passt mir gut auf Michael auf, ja? Wie immer. Aber was ist das? Hä? Was ist los? Was soll das? Das arme Tier ist ja verletzt. Wie? Ich hab gar nichts bemerkt. Michael, hast du Epona wieder so grob angefasst? Aber Lilia, reg dich doch nicht so auf. Vater? Jo. Also, wenn eine Frau im eigenen Haushalt sauer ist, oder also, es spielt keine Rolle. Wenn eine Frau sauer ist, egal ob Tochter, Frau, was auch immer, bringt euch in Sicherheit. Wie kannst du das nur sagen? Du bist der Bürgermeister. Sag auch etwas Verantwortungsbewusstsein. Oder wir ziehen die Bürgermeisterin. Armes kleines. Darf ich da gucken? Was meinst du, Link? Ich weiß auch nicht. Ganz auch, Epona, ich bringe dich gleich zur Quelle im Wald. Der Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Lichtgeist? Lässt uns einfach links liegen? Aber Julia!
und den Puder kann Magnus geschenkt an ihn rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Tja, ist deine Tochter, nicht meine. Das ist eine geile Sequenz, vor allem bei einem Augen zu, gucken sie nachher an. Darf ich da gucken, was meinst du? Keine Ahnung. Was soll man da als Vater machen? Und in Pono kommst du doch nie nach Heimwohl, um unser Geschenk abzuliefern. Ein Ziegel bricht aus! Sag uns da auf, halt sie auf! Und jetzt? Au! Das ist wieder ein Verlust für unser Dorf. Ich hab A gedrückt. Ich wusste, man kann Pfad nicht allein lassen. Wenn du mit einer Paxen dann gedrückt hältst, gedrückt halten. Verdammt, ich habe nur gedrückt, nicht gedrückt halten. Na, kommt noch eine. Fahrt. Kommt schon ein Sieger. Du bleibst hier. Boom. Das arme Tier, ey. Danke, Michael. Und ich werde diese Ziege fürs Dorf verloren. Scheiße, ich hab verloren. Ich muss wieder zurück. Alter, bin verletzt. Wo ist Ilya? Ihr verdammten Nichtstuer. Das ist doch die viel wichtige Frage. Was machen wir jetzt wegen Nipona? Ja, ich gehe ja schon. Der hat seine eigene Tochter nicht im Griff. Menschenskind. Ja. Heute beginnt meine Reise in die unendlichen Weiten des Spieles. Wobei bereits der Zeit vorbei ist. Colin, alles klar. Du Michael, gehst zu Ilya? Ich würde ja auch, aber die anderen. Du Michael, sollen wir nicht zusammengehen? Naja, ob das eine gute Idee ist, Leute. Michael, da bist du ja wieder. Sag mal, stimmt das? Lass dich nach Schloss Hyrule, Michael. Wahnsinn, ich will auch nach Schloss Hyrule. Ich meine, hier im Dorf ist doch wirklich nichts los. Natürlich was. Was jetzt? Michael, wir haben uns hier gewartet. Der Kleine so, musst du aufs Klo? Das war so toll, auf den Jungen, es hat wirklich Spaß gemacht. Hätte ich auch Mauro gerne mal gezeigt. Eigentlich hat er da für dich gejagt, ja? Außer muss aufs Klo. Mach da mal hin, meine Windel stinkt schon durch. Und du, Colin? Alles rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Papa hat uns ganz so ausgeschimpft, total übel war das. So nach vorbei. Sorry, Michael, willst du mir nicht ein Holzschwert leihen? Ganz allein zurückgekommen. Na los, gib schon. Nö, das ist meins. Also, komm schon, gib schon. Bleib nicht so lange, bis du ausrückst, klar? Das ist Erpressung. Mensch. Was sagst du dazu, Colin? Lass uns gehen. Ja, gut, dann halt. Gib's ihnen. Aber erstmal abspeichern. Mein schönes Holzschwert. Ich hatte es so lieb. Es war zwar total schwach, aber hey. Und immer noch 3 Herzen. Yeah. Mit Milch und rotem Elixier. Ich muss immer noch aufs Klo, Mensch. Ja, hier. Yeah, mein langes Holzschwert. Damit ziehe ich an über die Rübe. Alles jedem. Warte, wer ist denn erstmal die Windel? Michael? Danke. Dann sind immer so gemein zu mir. Das ist doof und gefährlich. Und mal groß bin ich so sein wie du, Michael. Kannst du gerne reiten? Kannst du mir das mal beibringen? Ja, versprochen, ja. Klar. Wenn du groß bist. Das kann etwa 10, 15 Jahre dauern. Oh Mann. Gut, der Part ist bereits wieder vorbei. Eigentlich, wir gehen trotzdem mal ganz kurz zu Ilya, weil wir brauchen den Pona. Da kannst du machen, was du willst, das ist aber so. Ich hab gesagt, so Quelle, war. Abgeschlossen, okay, das. Willst du ihn verarschen? Lass mich durch! Wie kommt der so schnell hier, du? Denk nicht, du kannst den Pony einfach mitnehmen, ja? Denk mal darüber nach, was du getan hast. Vorher machst du das auf keinen Fall auf. Mal versuchen, ja? Alter, das gibt's also ganz ehrlich, das. Die Alte, die machen mich noch wahnsinnig. Frauenproblem, das in einem zarten Alter von Link. Naja, wie alt ist er eigentlich? 17? 19? Könnte, müssen 19 sein. Naja, den Ocarina of Time hat schon was Mask und so weiter.
Oh. Auf zum letzten Mal nicht durchgeklettert. Da wurde ja gekrochen. So, wo ist sie jetzt? Ah, da vorne. Was? Ich wusste gar nicht, dass da. Aber sag mal, Colin. Na, wieder beruhigt? Epona, Michael ist dir also immer noch lieber als ich. Nach allem, was er dir angetan hat. Boah! Alter, stellt mich hin, als wäre ich der schlimmste Pferdeschänder aller Zeiten. Ey, ich esse einfach gar kein Pferdefleisch. Mag's dich mal. Auf jeden Fall wirklich. Sei ganz beruhigt, Michael. Ist glücklicherweise keine schlimme Verletzung. Wir können alles zusammen reisen. Nur eines, Michael. Ja. Eines musst du mir versprechen. Egal, was dir auf der Reise passiert, pass gut auf dich auf. Oh, das ist doch ein bisschen gern. Komm auf den Wohlbehalten. Wie das Ganze so eine. Alter, wie das Ganze so aussieht, als wäre sie irgendwie, ich weiß auch nicht, ein totales Plastikgirl mit aufgespritzten Lippen und so weiter. Hm, klar. Natürlich. Was ist die schon wieder? Nö, die sind neu. Nein, wieder von den Rücken! Was macht mit dir? Sind das alle? Ja. Komm, gehen wir. Seltsamer Ort. Das Gebiet gehört uns! Was zum... Nö, da kommen sie ja. Jetzt wird's lustig! Gehen wir, Jungs! Und, was... Was zum Enker... Alter, mein Schädel! Was war denn das gerade? Was passiert? Moment! Ilya, Colin, Epona! Was ist los aufgebrochen? Verdammt! Was ist mein... Wieso bist du so hell? Was zur Hölle ist denn das? Verschluckt von der Finsternis.